Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Es geht um 50.000 Euro im Monat mit YouTube und Rente mit 30 Jahren. Also ich weiß nicht, also 50.000 Euro im Monat mit YouTube, ja, das wäre cool, oder? Also das würde ich auch sofort nehmen. Also, ja, aber es dauert höchstwahrscheinlich noch 2, 3 Monate, bis ich auf 50k bin. Also, aber schauen wir uns das Video an. Komm, Attacke. 146.000 Menschen haben schon gesehen. 1.466 Kommentare. Wie fühlt sich das überhaupt an, monatlich so viel Geld zu verdienen? Geil. Also in anderen Sachen verdiene ich ja so viel Geld, aber mit YouTube nicht. Ah, okay. Ein Traum. Dauert noch 3 Monate. Aber man muss auch Ziele haben im Leben. Und das nächste Ziel wäre dann 100.000 sofort. Okay. Disclaimer: Ich bin weder Finanz- noch Steuerberater und alle in diesem Video genannten Daten und Fakten sind sorgfältig recherchiert. Ich bin auch kein Steuerberater. Deshalb verdiene ich auch so viel. Aber immer ohne Gewähr und dienen ausdrücklich nicht als Ratschlag, sondern spiegeln nur meine persönliche Meinung wider. Oh boy, worauf habe ich mich da wieder eingelassen? Nee, der Titel ist kein Clickbait. Wo soll ich anfangen? Okay. Dann macht er 50k im Monat. Cool. Seitdem ich 16 bin, träume ich davon, orts- und zeitunabhängig das zu machen, wonach ich mich berufen fühle. Niemals hätte ich damals gedacht, dass Finanzen dabei eine große Rolle spielen. Für mich war Geld eher etwas, was Menschen automatisch verdirbt. Und ich dachte, solange ich das tun kann, was ich liebe und genug zu essen habe. Ja, Be Geld ist böse. Wie kommt man auf diese Glaubenssätze? Das verstehe ich nicht. Für mich war Geld immer schon cool. Und du kannst Sachen damit machen. Kannst reisen, kannst dir ein schönes Haus kaufen. Oder ja, wenn du krank bist, kannst du dir die besten Ärzte leisten oder so. Also, warum haben so viele dieses schlechte Bild von Geld? Aber ist Geld unwichtig? Wie sicher? Und stell dir mal vor, du hast so viel Geld, dass du ein Privatjet hast und du kannst einfach sagen, hey, da ist ein krankes Mädchen, das stirbt vielleicht in 3 Monate und du sagst, hey, komm, wir packen die im Privatjet und wir fliegen die einfach mal nach Florida zu einer Delfinentherapie und das sind einfach Portokosten für dich und du machst dieses Mädchen glücklich oder so oder dieses Kind glücklich. Wie geil ist das denn, bitte schön? Und deshalb, aber wenn du dann halt nur 1.200 Euro im Monat hast, wirst du so etwas nie machen können. Also es ist so irrsinnig, so bekloppt. Herausgestellt hat, hat die Abhängigkeit vom Geld echt einen riesigen Einfluss darauf, wie viel Zeit man für seine Herzensprojekte, Hobbys, Familie und Freunde hat. Und natürlich, wo man diese Zeit verbringen kann. Und das leider selbst, wenn man gar nicht viel Geld braucht, um glücklich zu sein. Dieses Video wird mich dabei begleiten, wie ich zusammen mit einem Experten im Thema Finanzen eben diesem Ziel näher komme. Und es versucht nebenbei einen kleinen, aber bitter nötigen Einblick in die Grundlagen. Experte, war das nicht der Typ vom Finanzfluss? Ich warte ja, dass jetzt der Experte kommt. Des Sparens und Investierens zu bieten. Für ein Publikum, welches, genau wie ich, garantiert noch nichts davon in der Schule gehört hat. Dieses Video wird unterstützt von Safdesk. In der Schule noch eins, ey, bevor wir jetzt hier die ganze Scheiße angucken. In der Schule, die Lehrer, die sind im Bereich Finanzen so bekloppt gewesen bei mir, ne? Die haben da so viel Scheiße erzählt, ne? Ein Lehrer weiß ich noch, Politik und sonst was, Religionlehrer, glaube ich, war er auch. Und ja, er hat sich ein Haus gekauft auf Erbpacht und das ist ja das Beste und er zahlt ja lieber ein bisschen was an der Kirche jeden Monat und braucht das Grundstück nicht kaufen. Und ihm doch scheißegal, wenn er tot ist, was seine Kinder mit dem Haus machen, sollen sie es doch abreißen und so. So behinderte Einstellungen hatten die alle. Mann, Mann, da kannst du auch nichts lernen. In diesem Video werde ich offen. Schönen Gruß an die Behinderten. Ciao. Ich hab's geschafft. Alle haben gesagt, hey, aus dir wird nie was und so. Ziehen einen runter, diese Bar. Wie viel ich mit YouTube, Werbeeinnahmen und meinem Schnittkurs verdiene. Und ja, das mache ich wirklich. Ich werde offenlegen, wie und wofür ich das Geld privat ausgebe. Anhand dessen zusammen mit einem Finanzexperten transparent für euch meine Konten komplett neu strukturieren. Wo ist der Finanzexperte? Ich sehe keinen. Und anschließend Investments tätigen, um möglichst schnell finanziell unabhängig zu werden. Mein unwirkliches Ziel? Rente mit 30. Und dafür habe ich mir einen Profi ins Boot geholt, und zwar. Wie alt warst du denn jetzt nochmal? Das würde mich mal interessieren. Du machst schon seit 10 Jahren YouTube. Warum machst du jetzt erst die Konten? Warum nicht schon vor 5 Jahren? Hast das Geld jetzt rausgehauen, die letzten 10 Jahre? Mann, 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 komm.
Thomas von Finanzfluss. Wir haben im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen, dass du erst mal gesagt, so das Ultimum-Ziel, ja, wäre so für dich finanzielle Freiheit. Unabhängig zu sein. Das heißt, ich muss nicht mehr arbeiten, aber ich kann natürlich trotzdem noch arbeiten, wenn ich Bock habe, aber ich bin halt auf keinen oder auf nichts mehr angewiesen. Und ich kann die Sachen einfach nur machen, weil sie mir Spaß machen und nicht mehr, weil ich sie machen muss. Boah, der kleine Ärmchen. Also Geldsäcke schleppen tut er schon mal nicht. Jetzt stellt sich die Frage, wie viel Geld muss das sein? Was denkst du, wie viel Geld du brauchen würdest? So ein monatlicher Betrag, der dir reichen würde. Total 5 netto. Genau, also kannst du einfach durchrechnen, sagst du deine monatliche Netto-Wunschrente, gibst du 3.500 Euro. 4.000 Euro, okay. Deine erwartete Rendite, sagen wir mal, ja, bleiben wir mal bei den 5%. Genau, und jetzt berechnet er dir hier unten schon eine Zahl. Er sagt dir 1,3 Millionen. 1,3 Millionen Euro. Das muss man erstmal sacken lassen. Aber es gibt da etwas, was das Ganze deutlich beschleunigt. Ganz einfach gesagt, der Zinseszinseffekt. Wenn man monatlich zum Beispiel 100 Euro einfach aufs Sparbuch packt und stehen lässt, wäre... Wenn du jeden Monat selbst 1000 Euro auf ein Sparbuch packst und hast Minuszinsen, hast du dann in ein paar Jahren von den 1000 Euro, die du draufgepackt hast, nur 950 Euro. Das heißt, nach 30 Jahren... 36.000 Euro. Wenn man jetzt diese 100 Euro monatlich anlegt und jedes Jahr 5% Zinsen obendrauf bekommt und... Aber nicht auf ein Sparbuch. Wo bist du denn? Das meine ich mit den Finanzexperten. Klar kannst du das anlegen in Aktien und so, aber auf ein Sparbuch? Hä? Was labert ihr? Im Jahr darauf dann wieder 5% auf die bereits gewachsene Summe. Dann hat man innerhalb von 30 Jahren nicht 36.000, sondern sogar 83.712 Euro und 59 Cent. Also bei meinen Aktien, Dividendenaktien und so, unter ja, 8% fange ich da gar nicht an. Ja, eher jetzt in der Krise 20% Dividenden. Sonst wird es nie was. Also glatt das 2,3-fache, beziehungsweise fast 50.000 Euro einfach so geschafft. Ja und, was ist es denn in 30 Jahren wert? Gar nichts. Stell dir mal vor, du hättest jetzt in D-Mark-Zeiten. Es ist doch... Es wird alles teurer in den nächsten 30 Jahren und auch in Amerika hast du das extrem gesehen, so zwischen den 70er Jahren und 80er Jahren, die hatten auf einmal diese 10 Jahre Spanne, hatten die so einen Preisanstieg, dass du mit deinem kleinen Vermögen nichts mehr machen kannst. Zu D-Mark-Zeiten hat man gesagt, hey, so 1 Million D-Mark wäre cool, damit kannst du leben. Und heute 500.000 Euro, da kriegst du dann in Köln eine Wohnung. Check. Kannst du mir hier eintragen, mit welchem Alter du das erreichen möchtest? Okay, 30, das ist sehr challenging, 30 Jahre. Und dann bisher vorhandenes Kapital, das kannst du jetzt, wenn du gerade bei 0 anfängst, kannst du mal 0 eintragen. Wir machen mal 0, ist nicht 0 natürlich, aber wir machen mal 0. Und jetzt musst du dein heutiges Alter eintragen, damit er berechnen kann, wie lange die Laufzeit ist. Ich habe tatsächlich morgen Geburtstag und wäre 22, also mache ich das mal lieber. Okay, ja. Das heißt, du hast... Okay, 22? Dann hat er mit 12 angefangen auf YouTube? Okay, cool. 8 Jahre Zeit, um auf 1,3 Millionen Euro zu bekommen. Das heißt, ich muss jeden Monat knapp 12.000 netto wegsparen. Genau. Und die Sparrate ist die erste Stellschraube, an die wir jetzt gehen werden. Und die besteht aus Einnahmen und Ausgaben. Ich habe wirklich ewig nachgedacht, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Aber ich denke, Ehrlichkeit und Transparenz wären am längsten. Ich weiß auch, dass es der smarteste Business-Move wäre, das jetzt nicht zu sagen und es geheim zu halten wie die meisten anderen. Aber ich persönlich habe eigentlich immer relativ wenig von der in Deutschland ansässigen Mentalität, über Geld spricht man nicht, gehalten. Und deswegen gehe ich jetzt mal mit dankbarem, aber auch schweren Herzens voran. Also, basierend auf dem Durchschnitt der Monate Januar bis April verdiene ich im Monat 33.750 Euro brutto. Nach Steuern sind das ungefähr 19.500 Euro. Warte, ey, das wird natürlich nicht... Respekt, Respekt. Jetzt mal ganz kurz. fast 500.000 Abonnenten. Instagram hat er noch. Ein paar Amazon-Links. Ein Webinar bei Elopage. Okay. Respekt auf jeden Fall. Komm, schauen wir mal weiter. Vielleicht verrät er uns ja, womit er die Kohle macht. Nicht immer so bleiben. Es kann jeden Monat vorbei sein. Ich kann es wirklich immer noch nicht glauben, ey. Wie viel davon jetzt genau woher kommt? So darfst du aber nicht denken. Klar, musst du Rücklagen machen, jeden Monat vorbei sein. Nein, aber du musst auch sagen, hey, komm, schaffen wir es jeden Monat nochmal 5% zu steigern. Klar, irgendwann funktioniert das nicht. Am Anfang schaffst du, wenn du die ersten 50 Euro verdient hast, schaffst du 10% Steigerung, vielleicht auch jeden Monat. Das heißt halt 500 Euro oder so und 5000 Euro. Und dann wird es natürlich ein bisschen, aber du solltest echt gucken, dass du dein Business weiter ausbaust und nicht sagen, ja, vielleicht ist es ja nächsten Monat vorbei und alles ist schlecht.
und wird euch wahrscheinlich überraschen, aber dazu später mehr. Und da ich weiß, was das für eine unrealistische, glückliche Situation ist, will ich möglichst verantwortungsbewusst mit diesem Glück umgehen. Denn egal wie viel man verdient, wenn man wie so manch anderer YouTuber alles für Autos, Klamotten und Lifestyle raushaut, wird langfristig nicht viel davon bleiben. Aber sieht das bei mir so viel besser aus? Okay, das heißt, die Einnahmenseite ist relativ schnell gemacht und jetzt kommt der flottere Part. Das ist die Ausgabenseite, also Miete, 750, Strom, Heizung und so weiter. Neben der Miete gehören zu den monatlichen Fixkosten noch ca. 80 Euro Strom, 17,50 Euro GEZ-Gebühren, 6,60 Euro für eine Haftpflichtversicherung, 13,25 Euro Hundesteuer, 70 Euro für Abonnements wie Disney+, Netflix, Amazon Prime und so weiter. Insgesamt habe ich 1.062 Euro Fixkosten jeden Monat. Das klingt jetzt auf dem ersten... Okay. Handy, Internet, vielleicht ist es in den 70 Euro Netflix-Sachen drin oder so. Und, keine Ahnung, Software, keine Ahnung, ne? so ein Photoshop-Abo oder sonstige Sachen. Ist ein bisschen wenig, also Respekt auf jeden Fall, dass er die Einnahmen im Griff hat. Essen kommt noch vielleicht da drauf, Auto, weiß ich nicht. Augenblick mehr als vernünftig im Verhältnis zu meinem Einkommen. Aber jetzt kommt natürlich noch Essen. Ja, also hier sehen wir, dass ich fast jeden zweiten Tag oder jeden Tag bestelle. Wir machen jetzt mal im letzten Monat. 1230 pro Monat. Das heißt ungefähr 1000. Er gibt nochmal mehr Geld aus nur für Essen. 1200 für Lieferdienste und das ist schon krass. Aber wir haben bestimmt auch für 200 Euro Restaurantbesuche gehabt. Also machen wir mal 1468. Gut, das heißt, du bist insgesamt... Und Lieferservice ist doch meistens scheiße. Ja klar bestelle ich mir auch gerne mal eine Pizza oder gehe mal eine Pizza essen oder so, aber irgendwie einen alten Scheiß, der 45 Minuten im Auto unterwegs ist oder so und kalt ankommt. Dafür so viel Geld? Boah, Mann. Insgesamt bei 2000 Euro Variablenausgaben, 3119 Ausgaben privat jeden Monat. Ich bin der Meinung, ich sollte diese Summe auf maximal 2200 Euro reduzieren. Aber ich gebe also als Privatperson ca. 3000 Euro monatlich aus. Und jeder Cent an Einnahmen, der darüber hinausgeht, soll absolut... Und stell dir mal vor, ich hole mir ja gerne Lachs und Krabben und so. Hast du für 1200 Euro Lieferservice essen, was du da alles... Ich weiß ja jetzt nicht, ob wie viel Person er dann kauft oder so, aber was du da für Steaks kaufen kannst und so, kannst jeden Tag Steaks dir braten und so und Krabben und alles und ach man. Fort investiert werden. Sehr gut, das heißt, wir wissen jetzt, wie viel du monatlich sparen kannst, hier unten teilt sich das so ein bisschen auf und dann kannst du ungefähr sagen, okay, ich kann jeden Monat 15.000 auf die Seite legen, aber du kannst ja sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Dauerauftrag, dass jeden Monat jetzt auf ein Wertpapierdepot überwiesen wird, wo du halt anfängst zu arbeiten und dann sprechen wir darüber, wie kannst du das Geld anlegen, damit es halt echt für dich arbeitet. Zusammen mit Thomas habe ich folgenden Maßnahmen gestellt. Circa 50.000 Euro fließen aus verschiedenen Quellen auf das Geschäftskonto. Wie viel davon jetzt von YouTube oder meinem Schnittkurs kommt, erzähle ich euch später. Nachdem Mitarbeiter bezahlt, Käufe getätigt und die Umsatzsteuer abgeführt ist, bleiben ca. 33.750 Euro über, von denen nach Einkommenssteuer und... Hättest du das gedacht, dass er so viel Kohle macht mit YouTube und seinen Schnittkurs? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das einfach mal in den Kommentaren. Ungefähr 19.000 Euro für mich als Privatperson bleiben. Bevor es jetzt an den Sparauftrag und das Investieren geht, sollte man normal erst seine Rücklagen bilden. Für Angestellte werden hier 3 bis 4 Nettogehälter empfohlen. Ich als Selbstständiger muss hier natürlich sicherheitshalber großzügiger planen mit 12 Monatsausgaben. Und ich bin kein Freund davon. Je nachdem, wo du dein Geld anlegst, brauchst du diese Rücklagen nicht. Beziehungsweise was du an Kosten hast. Wenn du natürlich ein Ladenlokal hast, ist natürlich sinnvoll, 3 Monatsmieten oder so in der Rückhand zu haben. Oder wo du halt dein Geld anlegst, wie schnell es wieder da ist. Weil es sollte ja auch, ne, wenn er jetzt 36.000 Euro als Notgroschen hat, das soll ja auch Zinsen bringen und arbeiten. Ne? Einfach so weglegen oder so. Also ja, du solltest es haben, aber in was für einer Form? Es sollte ja trotzdem auch diese privaten Rücklagen. Weil es ist zwar schön und ich kenne dieses Gefühl seit 4 Jahren, ein paar Euro in der Hinterhand zu haben, aber ne, du willst ja auch weiter wachsen und so. Und
dann könnte dieses Geld auch für so ein bisschen blockieren. Ach, ich brauche ja gar nicht nächsten Monat so viel arbeiten, ich habe ja Rücklagen und so. Aber wenn du weißt, du hast es alles investiert und du brauchst halt 10 Tage, um das Geld wieder flüssig zu machen oder so, gibst du vielleicht ein bisschen mehr Gas die ganze Zeit. Zu sehr dieses Polster ist auch kacke. Und Werte 36.000 Euro sind ja dann nicht weg, die sind ja nur investiert. Ne, weil das könnten ja dann in 10 Jahren auch 100.000 oder 150.000 Euro sein, wenn du sie gut investierst. Dafür muss ich eben diese Bankkonten aufsetzen und ein Spardepot eröffnen. Ich habe noch gar nichts, ne? Also wir müssen uns komplett anmelden. Aber ein Spardepot heute, ich meine, jetzt mal Butter bei den Fischen, es gibt Negativzinsen. Neues alles mal aufsetzen. Let's go. Und wenn er das die ganzen letzten Jahre so viel verdient hat, wo ist das ganze Geld bis jetzt geblieben? Hat er es immer doch verhauen oder es muss ja irgendwo auf dem Konto sein. Sehr merkwürdig alles. Früher musstest du ja zur Postfiliale gehen, heutzutage geht es digital per App, können wir gleich direkt zusammen machen. Kannst du hier auf jetzt legitimieren und Antrag abschließen klicken. Ich habe jetzt also mit 22 Jahren zum ersten Mal selbst ein Bankkonto eröffnet und das online. Die Verifikation... Verstehe ich nicht. Erfolgt ebenfalls digital und nach wenigen Minuten habe ich, ohne eine Bank zu betreten, ein Bankkonto eröffnet, in das ich im Folgenden einen 5-stelligen Betrag als Notfallrücklage einzahlen werde. 20 Minuten hat es gedauert, Depoteröffnung. Aber Banking ist nicht das einzige Thema, in dem einem die Digitalisierung das Leben ein Stückchen... Warum willst du 36.000 Euro auf dem Bankkonto liegen lassen? Selbst bei 0,1% Zinsen oder so, warum willst du es nicht vernünftig investieren? In Sachen, die du sehr schnell wieder flüssig machen kannst. Oder? Es ist unternehmerisch doof. Wie gesagt, es sei denn, du hast wirklich feste Kosten und so wie jetzt zur Corona-Zeit, du weißt halt, hey, das Business kann irgendwann mal wirklich einstürzen oder so. Und du hast noch ein paar Mieten zu bezahlen oder so. Aber die Kosten bei ihnen sind ja gering. Und selbst wenn er ja nur die Hälfte verdienen würde, die Umsätze brechen zur Hälfte ein, hat er immer noch genug. Er hat gedacht 33.000, dann wäre er immer noch bei 15.000, 16.000 Euro, wenn alle Umsätze die Hälfte einbrechen würden. Also, leichter mal. Denn von dem Geld, was man als Selbstständiger aufs Konto bekommt, bis zu dem, was man nach Ausgaben, Umsatzsteuer und Einkommenssteuer noch behalten darf, ist es ein weiter Weg voller seelenlosen Papierkram und langweiliger Ordnerstrukturen, die jeder normale Mensch wahrscheinlich bis kurz vor die Abgabefrist ignoriert und verdrängt. Aber das muss nicht sein mit Zefdesk, unserem heutigen Sponsor. Rechnungen bzw. Belege einfach mobil per App einscannen oder am PC als PDF per Drag and Drop in die Software ziehen. Zefdesk erkennt daraus automatisch die Rechnungsnummer, den Rechnungssteller, den Rechnungsbetrag, dann noch schnell eine Kategorie auswählen und ihr habt direkt klare Strukturen, tolle Statistiken und sogar automatisierte Einnahmenüberschussrechnungen. Also wenn ihr selbstständig seid oder es gerade werden wollt, naja, Steuern und Buchhaltung sind halt echt nicht das Tollste am Selbstständigsein, ne? Dann testet Zefdesk jetzt kostenlos 14 Tage. Ihr müsst dafür absolut keine Zahlungsinformationen angeben und könnt komplett unverbindlich alle Funktionen ausprobieren. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Jetzt aber wieder zurück zum Investieren. Irgendwo muss die ganze Kohle von dem Sponsoring hin. Deswegen, wir haben jetzt das Depot eröffnet. Was wir jetzt machen müssen, ist noch Daueraufträge einrichten und dann mit dem Investieren loslegen. Und das Investieren muss auch automatisiert sein, sonst vergisst man es nämlich. Und das geht am besten per Sparpläne. Okay, auf geht's. Du kannst da ETFs reinmachen, also alles, was halt Wertpapierdepots ist. Du kannst Aktien reinlegen, ETFs, auch Immobilienaktien. Ich bin mal gespannt, was die jetzt da reinlegen. Und wenn du wirklich ein Vermögen aufbauen willst, dann musst du nicht immer Sparpläne haben. Weil du guckst ja sowieso jeden Tag in deine Apps rein. Was der Aktienmarkt macht und so. Also wenn du daran Spaß hast. Wenn du natürlich dann halt so sagst, Finanzen sind voll scheiße, ist das vielleicht interessant. Aber so wie Corona-Krise, dass man dann halt doch ein bisschen mehr Aktien kauft wie sonst oder so. Deshalb solltest du trotzdem mal da reingucken. Und es sollte ja auch Spaß machen, Vermögen aufbauen. Aktien oder Immobilien-ETFs? Warte, was sind ETFs? Hier eine ganz grobe... Ein Müllhaufen, wo alle Aktien drin sind, außen... Index, zum Beispiel alle DAX-Aktien. Und du hast den ganzen Müll da drin. Wie eine Wirecard, eine Lufthansa und so weiter. Die du nie kaufen würdest einzeln. Oder eine Deutsche Bank.
Erklärung. Im Gegensatz zu einer Einzelaktie, zum Beispiel von Tesla, die natürlich sehr schnell steigen, aber auch fallen kann, setzt man hier auf hunderte oder tausende Unternehmen. Wenn also eines davon extrem im Kurs fällt oder steigt, fällt das beim Gesamtinvestment kaum ins Gewicht. Aber wie profitiert man davon? Man spekuliert hier darauf, dass der Weltmarkt, also alle Unternehmen, weiterhin wie bisher um durchschnittlich 7% jährlich wächst und dadurch auch sein Erspartes. Was uns wirklich interessiert, ist eine weltweite Anlagestrategie. Also was wir halt häufig auf unserem Kanal machen, ist so eine 2-ETF-Solution. Das ist MSCI World. Das sind die 23 Industrieländer. Und dann noch so Entwicklungsländer, ne? Und da hast du 30% Entwicklungsländer. Also hier sowas wie Emerging Markets mit drin. Ja, ich würde dir im Zweifel einfach blind vertrauen. Okay, das ist immer schlecht. Das stimmt. Vertrau keinen blind. Gerade im Bereich Finanzen. Und gerade dann nicht, wenn er dann noch einen Affiliate-Link oder eine Provision dafür bekommt, dass er dir irgendeinen Scheiß andreht. Und dann noch, wenn es nur noch eine Provision ist von 1, 2 Euro oder eine Kontoeröffnungsgebühr, ist es ja noch cool. Aber wenn er dann halt sagt, hey, investiere in die Schiffe und er bekommt dann auch mal 15% Provision dafür, dass er dir irgendein Schiffgebilde da aufgedrückt hat, dann ist es scheiße. Oder na, Immobilien ist das auch so oft, ja. Weil im Endeffekt muss man sich damit immer wohlfühlen. Genau. Hier siehst du dann die ganzen Informationen, die man sich idealerweise anschauen sollte, bevor man in ETF investiert. Da siehst du halt die Gewichtung und siehst, dass ein sehr hoher Prozentsatz in den USA angelegt ist. Alles klar, dann bedanke ich mich. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt alles mal in den Griff kriegen. Mit Hilfe von Thomas habe ich jetzt innerhalb von einer Woche meine Konten optimal strukturiert, Rücklagen gebildet und ein Spardepot angelegt, in dem monatlich 15.000 Euro in ETFs fließen. 60% davon in den MSCI World, 30% in MSCI Emerging Markets und 10% in Eurostoxx. Wenn ihr wissen wollt, was das alles genau ist, checkt am besten mal den Kanal und die Website Finanzfluss aus, auf der Thomas euch genau das alles erklärt. So wie wir das jetzt gemacht haben, muss ich mich um gar nichts mehr... Also, er hat... keine Edelmetalle, also wo wird er denn jetzt bitte beraten? Also es kommt immer darauf an, wie man, aber Experten sagen immer 10-20% Edelmetalle, Gold, Silber und so. Der hat da gar nichts drin. Vielleicht eine Rücklage für Immobilien oder so, auch nicht. Also wie das ist eine Taktik, die, ja, 0815 oder so, keine Ahnung. Ach man. Ich muss nicht aktiv. Aber ich will wissen, wie du die 50.000 Euro im Monat mit YouTube machst. Ich will das auch. Und ja. Ach, noch eins hier. Du willst 25 Euro PayPal-Guthaben haben oder Amazon-Gutscheinen. Abonnier meinen Kanal, like das Video und kommentier das Video. Schick mir das Foto auf Instagram und vom Kommentar. Und du hast jeden Freitag die Chance, 25 Euro PayPal-Guthaben zu gewinnen. Gleich am Ende noch etwas, wie du die Chance verdreifachen kannst. Schauen wir einfach mal weiter an. Irgendwelche Aktien handeln und rein und raus gehen, das läuft jetzt alles automatisch so weiter. Und wenn es so weiterläuft wie bisher, habe ich tatsächlich in 6 Jahren die komplette finanzielle Freiheit erreicht und kann dann schon mit 28 Jahren in Rente gehen. Natürlich nur, wenn ich will. Und wir wissen natürlich alle, dass dieses Glück hier nicht ewig wird und nächsten Monat vorbei sein kann. So, und jetzt die Frage, die natürlich die allermeisten interessiert. Und dazu setzen wir uns einfach mal hin. Woher kommt denn die ganze Kohle? Also ja. YouTube-Werbeeinnahmen, das sind die Dinge, die ihr vor dem Video immer überspringt, kommen ca. 6.000 Euro monatlich rein. Respekt! 6.000 Euro! Okay, kann man da noch ein bisschen mehr sehen? Warte mal, wo ist es denn da? So. Ein bisschen da. Okay. Ein CPM von fast 5 Euro, 4,50 Euro, ist für so einen Mix-Kanal echt gut. Normalerweise sagt man ja so 1, 2 Euro, aber 4,50 Euro ist echt gut. Deshalb auch diese 6.000. Ich hoffe ja, ich bin ja jetzt, mein Kanal wird vielleicht auch jetzt gerade, wird gerade nachgeschaut, wegen der Werbeeinblendung. Und ich hoffe, dass ich Richtung 20 Euro CPM gehe. Wegen Geldverdien-Nische, aber, ja, aber 2,7 Millionen Anzeigen, Impressionen oder so, ist ja auch cool. Na, schauen wir mal weiter. Durch meinen Schnittkurs, und darauf bin ich echt am allermeisten stolz, kommen 5.000 Euro rein. Okay, das ist auch für einen Schnittkurs ist das super. Wie teuer ist der Schnittkurs? Also ich will ihn nicht kaufen oder so, aber um da mal so ein bisschen zu sehen. Software. Wo hast du denn deinen Schnittkurs, Junge? Hm?
Seht ihr das? Ich sehe es nicht. Also er bewirbt das jetzt hier gar nicht. Okay. Aber okay. Aber 5000 Euro für digitale Produkte sind gut, aber er hat ja auch die Reichweite und dann das digitale Produkt. Wenn du erst das digitale Produkt machst und hast keine Reichweite, kannst keine Facebook-Ads schalten und so, dann ist es schwieriger. Aber sobald du richtig viele E-Mail-Adressen hast oder sonstige Traffic-Quellen, dann lohnt sich so ein digitales Infoprodukt. Aber es lohnt sich nicht, als erstes das zu machen, weil dann hast du echt so, ja, diese ganzen Funnel aufbauen und Webinare und alles und du fängst einfach von null an, dann ist es echt schwierig und dann sage ich immer, lass die Finger da weg. Okay. Ich nenne einen Einzelpreis von knapp unter 40 Euro. Aber jetzt... Dann sind wir bei 11.000, oder? Fragt ihr euch wahrscheinlich, da fehlt ja noch ein bisschen viel. Und jeder, der schon ein Bam-Video schon gesehen hat, der weiß, was jetzt kommt. Aber keine Angst, ich werde euch die Zahlen natürlich möglichst konkret erzählen. Durch Produktplatzierungen und Werbungen mit Firmen und Diensten, die ich cool finde, kommt monatlich circa 40.000. Okay. Ich mache jetzt auch Produktplatzierung. Dieses Video ist gesponsert von dieser Tasse. Dann ist das Video gesponsert von dieser Cappy. Wer übrigens wissen will, wer das ist, Rockstar and Angel. Die haben auch einen Laden in L.A., ist ein deutscher Designer und Melrose Avenue und haben aber auch einen Online-Shop. Ach ja, ich brauche auch, dieses Video ist auch gesponsert von Ferrari. Nein, aber 40.000 Euro nur durch Sponsoring. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall mit dem Affiliate-Marketing in der falschen Nische. Seit kurzem bin ich auch auf Twitch aktiv und was die Twitch-Streaming-Einnahmen angeht, da kommt nochmal ein extra Video dazu. Auch was die Einnahmen meiner... Ja, da fehlt ja jetzt nicht ganz so viel, weil 40.000 plus, was waren das eine, das war 4.000 Euro oder so. App, die echt durch die Decke geschossen ist, angeht, kommt natürlich auch nochmal ein extra Video dazu. Und sogar durch die Spotify-Einnahmen, die ich mit meinem Song, der jetzt echt 250.000 Streams bekommen hat, da kommt auch nochmal ein Video dazu. Ich möchte da wirklich möglichst... Ich muss auch noch mal gucken, wie kann man mit den Spotify-Einnahmen, kann man da auch mit Podcast-Geld verdienen, wenn das jemand streamt? Das wäre ja noch mal interessant. Ich habe ihn zwar eingestellt sozusagen, aber ich kann ihn hier wieder reaktivieren. Ach, wenn man mit einem Podcast, mit einem Streaming auch noch Geld verdienen könnte. Oho. Und das sind insgesamt ca. 50.000 Euro monatlich und dann ungefähr 16.000 Euro Ausgaben monatlich. Und das, was dann überbleibt, sind diese 33.750 ungefähr. Ich würde aber nochmal wissen, wie viel Geld du ausgibst. Hast du jemand, Zuarbeiter, Assistentin oder sowas? Im Durchschnitt, wie ich am Anfang des Videos bereits erwähnt habe. Ich finde einfach, ihr hattet irgendwie so ein bisschen Anrecht darauf, das zu erfahren. Natürlich muss man es nicht sagen, aber ich lasse euch ja eh schon an so ziemlich allen teilhaben und ich finde es wohl Zeit, dass mal einer... Also mich hat auf jeden Fall, das Video ist jetzt sowieso zu Ende, mich hat echt überrascht, dass er 40.000 Euro durch Werbeplatzierung und Werbepartner verdient. Würde ich auch gerne machen. Deshalb kommentiere einfach mal, wenn du es auch machen willst. Und du teilst dieses Video auf Facebook, Instagram und Co. Schickst mir das Foto auf Instagram, dass du es geteilt hast und du hast die Chance auf 3 Lose bekommst du für die Verlosung jeden Freitag. Mein Name ist Michael Kotzow, ich bin Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao.